So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metroid Dread. Wir sind auch dabei, den Emmy jetzt platt zu machen. Ich warte mal ein bisschen, damit er hier erstmal genau sich rüber begibt. Das war eigentlich scheiße, weil er ist schon ganz schön war. Bada 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 weg. Aufstehen, Samus. Keine Zeit. Bala 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 bala. Das hat sich den direkt resettet komplett, habt ihr das richtig gesehen? Toll. Na gut, ja, egal, das Ding ist weg. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach ganz nach unten, würde ich sagen. Da habe ich nämlich schön viel Reichweite. Und wo kommt da? Von oben oder von... okay, er wird von da kommen. Warum ist er jetzt so langsam? Bruder! Krabben keine Zeit. Okay, steh auf oder so. Oder mach es halt so. I'm fine with that. So, erster Versuch in der neuen Folge. Das ist so schön. Oh, krieg ich wieder was Schönes? Speed Booster! Geil! Ich bin... Hatten die ersten Emmys auch Items gegeben? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich bin auch dumm. Das bedeutet nichts. Ermöglicht Samus nach kurzer Vorbereitungszeit mit Überschallgeschwindigkeit zu sprinten. Drücke beim Rennen L, um das Speed Booster einsatzbereit zu machen. Nach unten einfach drücken, ne? Wie immer. Ach so, nein, ich muss wirklich auf den Stick nochmal raufdrücken, oder was? Nachdem du noch etwas weitergelaufen bist, wird der Speed Booster aktiviert. Solange er aktiviert ist, fügt Samus Gegnern bei Kontaktschaden zu und kann Speed Booster Blocks zerstören. Oha. Bei aktiviertem Speed Booster kann Samus sich auch mit Hilfe eines Shine Sparks in eine bestimmte Richtung katapultieren. Bewege L bei aktiviertem Speed Booster nach unten, um einen Shine Spark vorzubereiten. Ah, okay. Sobald er bereit ist, aktivieren mit B. Bevor du in die Richtung neigst, in die Samus geschleudert werden soll. Okay, der Shine Spark war dann quasi der Bash, dann war die Screw Attack, das war ja der. Wie heißt nochmal die Vorform von der Screw Attack? Da, wo es noch nicht. Also, die Screw Attack ist ja das, wo man dann so richtig Damage macht beim Gleiten, Fliegen. Aber das normale Fliegen, wie hieß denn das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Für mich ist es immer die Screw Attack, weil ich die zum ersten Mal in Metroid Prime 2 gelernt habe, wo es halt direkt die Screw Attack ist, wo man direkt Damage macht. Aber meine Kanone ist tot. Okay. Cool. Dann ist der Bereich erstmal frei, was sehr, 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 sehr sexy ist. Moment, Energieeinheit bedeutet das. Bedeutet Energieeinheit, das ist ein, ja, wahrscheinlich, ne? Ein Energietankteil, ein Tankbauteil nenne ich es einfach mal, weil so hieß es bei Other M. Other M ist in meiner Welt Kanon. So. Nun, Nintendo zwar nicht mehr, aber das ist okay. Nee, ich glaube, also ich weiß es nicht. Sie ignorieren das Spiel halt kokont die ganze Zeit. Das ist so ein bisschen die Problematik. Ah. Da habe ich nicht genug Speed für. Nicht genug Platz. Da muss ich noch irgendwas... Okay, ich muss wirklich die Taste komplett drücken. Ich muss die Taste komplett drücken. Also ich muss wirklich auf den linken Stick raufdrücken. Und wir haben den Energietank komplett. Geil. Also normales Rennen reicht nicht. Ich muss wirklich auf den Stick beim laufenden Stick drücken. Das fühlt sich auch nicht richtig an. Also doch, eigentlich ja... Kennt man es ja. Aber ich muss ihn nur einmal drücken. Ich muss ihn nicht gedrückt halten. Okay. Ja gut, das ist ja dann wie Rennen auf L3 und das ist ja das Normalste der Welt. Stimmt's, Max? So. Was ist denn hiermit? Kann ich ihn kaputt bashen? Oder ist das hier irgendwie... Speed Booster Block, ja. Wird mir das so auch angezeigt? Ja. Gut. Weiß ich Bescheid. Achso. Ich will ja vergessen. Ich muss auch drücken. Bei anderen Metroid-Spielen passiert das halt automatisch beim Rennen. Hui! Bada-bam! Wow! Okay, jetzt bin ich... irgendwo. Die Frage ist, soll ich hier hin? Ist das sogar der Mandatory Weg? Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall... nett. Wow! Eigentlich ganz schön, dass man sich jetzt hier echt sorgenfrei umherbewegen kann. Oh, ja gut. Ja, hier unten ist dann glaube ich eh nichts mehr. Mal alles hier abdecken. Warum kann man da hin? Wie kann man da hin vor allem? Hm, ich weiß es nicht. Komm, hau mal ab.
Also gucken mal. Ein paar Raketen wiederholen. Entschuldigung. Guck mal, ich lerne. Ich bin lernfähig. Oh Gott, nein, den will ich gar nicht. Uiuiui. Komm ich da auch rein? Okay. Wie auch immer ich das durch so einen schmalen Gang machen soll, aber ist okay. Von hier wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Habt ihr gesehen, wie geil ich da gerade rübergesprungen bin? Über den. ich werde heute besser, ich merke das richtig. Richtiger Aufschwung gerade, richtige Fräsenjunge-Renaissance gerade. Scheiße, zu spät. Bam. Ah, okay. Wie komme ich denn da so hin? Bang, bang, bang. Okay, offensichtlich gar nicht. Schade aber auch. Da rechts ist nicht irgendwie... Das sieht so 3D-mäßig ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das ist auch eine Wand. Dann behaupte ich mal, dass man da von der anderen Seite irgendwie was mal ranmachen muss. Warte mal. Ah, ich kann auch so. Zack. Okay, das ist natürlich nett jetzt mit der neuen Taste hier. Moment. Ja, okay. Aber wie kriege ich das hin? Shinespark. Eieiei. Die Türen sind aber immer noch ein Rätsel, oder? Ja. Lange Fragezeichen dran ist, kann man da wahrscheinlich noch nicht hin. Dann nähert man sich bestimmt von rechts da an. Bestimmt ist da rechts eine ganz lange Fläche. Und dann kann man das hier kaputt machen, irgendwie. Ich weiß zwar nicht ganz genau wie, weil ich kann mich ja nur nach oben feuern. Oder halt schräg zur Seite, aber das reicht ja mir alles nicht. Aber wir kriegen das schon hin irgendwann. Die 100% sind auf jeden Fall eine Sache, die ich tun möchte. Es ist so cool, es ist irgendwie ist es nicht richtig, dass man das jetzt drücken muss. Dafür, ich weiß nicht. Achso, ich muss natürlich jetzt den Shinespark benutzen. Ich depp. Fupp. So, und dann einfach nur... Boom! Oh, das sieht cool aus. Okay. Da unten. Doch, da komme ich ja hin, ne? Oh, ein ganzer Energietank. Sexy. Ich habe gerade irgendwie im Augenwinkel gesehen, dass es ein Missile-Container wäre. Alter. Fett. Guck mal, da nehme ich doch erstmal direkt Damage. Als Dank dafür. Ich will alles aufdecken. Also so ein bisschen. Ich will gucken, ob hier noch Items sind oder sowas. Mein Gott, lass mich gerade dumm treffen, ey. Unglaublich. Ja, komm. Weg hier. Ups. Oh, das war ein interessanter Sprung. Gehen Sie bitte nach Hause. Danke. Okay. RIP. Aber egal. Hatte ich die mal gesehen von der anderen Seite? Nee, oder? Oh, cool. Einfach so casual in Energietank hier. Voll geil, ey. Voll nice. Fragezeichen. Tja, jetzt die Frage, wo müssen wir jetzt hin, ne? Ist das Spiel eigentlich so ein bisschen Metroid Prime nett, wenn man zu lange rumgurkt, dass man dann irgendwann, einen Hinweis kriegt? Das mochte ich in Metroid Prime sehr. Das macht's eigentlich... Wow, das ist das komische, mysteriöse Ding. Das macht es eigentlich sehr gut erträglich, sage ich mal, dass man da halt, was zum Fick ist das? Keine Ahnung. Powerbombe vielleicht. Ja, wahrscheinlich eine Powerbombe. Stimmt, das ist ein Powerbomben-Container wahrscheinlich, ne? Ja, okay, okay, okay. Da dreht sie auch gelöst. Wie wenig Anschwung man nur braucht. Erstaunlich. Was soll ich sagen? Metroid Prime ist ja auch Metroidvania-mäßig, ne? Das Spiel sagt einem nicht, wo man lang muss. Man muss es ein bisschen selber rausfinden. Aber wenn man zu lange rumguckt, dann gibt einem das Spiel immer einen Hinweis. So nach dem Motto, hey, da ist ein Raum. Guck doch vielleicht mal da. Vielleicht ist da was Nettes. Vielleicht auch nicht. Spoiler, da ist dann immer was. Ja. Sehr nett eigentlich.
Ist so ein bisschen präventiv, wenn man halt zu lange einfach nichts checkt. Okay, da komme ich ja. Kann ich ihn kaputt machen? Ja. Komme ich so durch? Es fühlt sich gerade an, als wenn ich sehr viel optional hier gerade mache. Aber das ist halt okay. Oh. Oh nein, der ist nicht geklärt, der Bereich. Da würde ich wieder rauskommen. Da komme ich irgendwie dahin. Möchte ich dahin? Ich glaube nicht. Ja, wo möchte ich hin, ne? Morphball-Werfer Ausgang. Okay, komme ich nicht von der Richtung wahrscheinlich hin. Irgendwie möchte ich möchte eher hier hin. Irgendwie fühlt sich das hier so ein bisschen richtiger an, glaube ich, wenn ich hier oben lang gehe. Hier sehe ich so lange gerade Flächen, so dass man hier viel Speedbooster und so benutzen kann. Denke ich mir gerade so. Ich glaube, so gehen wir das Ganze auch mal an. Wo soll hier ein Item sein? Vielleicht bekommen wir ja, ne? Vielleicht ist das Spiel ja nett und wir bekommen noch einen, ach, warte mal, da kann man auch noch hin. Irgendwie Zonenschleuse. Kommen wir da einfach so hin? Tatsächlich. Ach so, das ist der Ausgang. Ich depp. Wir waren ja noch die ganze Zeit in dem Bereich. Ja, okay, das funktioniert von der Richtung nicht. Komme ich von der Seite wahrscheinlich hin. Ach ja, naja, gucken wir mal. Werden den richtigen Weg schon finden. Wow. Aua. Ja, ein Halsband. Sagen, verreck doch einfach. Okay, das war irgendwie lustig, wie ich ihn so voll spät pariert habe, aber das macht er nichts. Ja, okay, da muss ich auf jeden Fall rein. Got that. Nicht da rein! Alter, hält der lange. Das Spiel ist viel zu nett mit dem Speedbooster. Ich hoffe, das wächst nicht neu. Ich will mich hier gerade erstmal noch umgucken. Bevor wir da reingehen. Das ist verdächtig da oben. Okay, ein paar Leben dafür. Hab ich gerade... nee. Okay, aber da ist auch so ein Ding. Aber da sind die Spawner für die Dinger, wahrscheinlich. Hello. Natürlich. Das ist auch immer noch Geheimnis, ne? Hier ist auch nichts, okay. Dann können wir hier leider noch nicht weiter. Zum nächsten Bereich. Herr Klappengrün. Speicherstation, Teleporter, gelb. Haben wir ihn schon mal benutzt? Wahrscheinlich, ne? Nee. Neuer Bereich. Ah, guck mal, hier komme ich gleich so bam, bam, bam durch. Na, das gucken wir uns nochmal an. Ja gut, dann weg. Dann weg, ja. Das heißt, sonst wäre mein Guess, dass wir uns mal irgendwie bei Adam umschauen, ob der uns nochmal irgendwie helfen kann. Aber der hat gerade nicht so Bock. Der, weiß ich nicht, wo der ist. So, guck mal, Energie brauche ich gar nicht, ey, was ein Luxus. Da müssen wir einmal durch. Ich kann ja theoretisch sogar, zack, der hält ja voll lange in dem Spiel. Boom. Nice. Den nehme ich mit. Was haben wir denn? Achso, der Teleporter. So, wo führst du uns hin? Okay, zurück nach Artaria. Artaria. In meinen Arterien. Auch wo ich schon mal quasi war. Ich gehe mal hin. Irgendeinen Sinn wird der schon haben. Weil sonst hätte ich mich ja schon viel früher hier importen können.
Wie viele Energietanks haben wir jetzt? 5, ne? Am Anfang der Aufnahme hatte ich 2. Also nicht dieser Folge, sondern der Aufnahme. Einfach 3 Stück in den letzten 2 Folgen gefunden. Geil. Knister, knister, Science-Fiction-Geräusche, piu. Aber es sind so echt, das sind so Metroid-Sounds. So ein bisschen elektronisch, auch so ein bisschen fleischig irgendwie. Mit irgendwelch Aliens, passt schon. So, okay. Toll. Bin wieder hier. Interessant, warum konnte ich hier vorher nicht rein? Oder war es einfach von einer Seite dicht wahrscheinlich? Aber gut, irgendeinen Sinn wird das haben, dass ich jetzt hier bin. Der zum Beispiel. Der klingt nach einem hervorragenden Sinn. Ich sehe noch ein Item. Also ich sehe es nicht, aber hier soll sich eins befinden. Irgendwo. Cool, dass ich da durchgerollt bin, so. Vergessen wir, dass ich drücken muss. Was ist da gerade passiert? Okay. Bada bada boom. Hello there. Huch. Ja. Baut sich alles wieder auf hier. Oh. Da war es wohl nicht so klug. Ja, okay. Bin ein Depp, habe ich verstanden. Stressig. Okay. Nochmal speichern. Bidi. Sicherlich auch noch irgendwas, womit wir dann an Schrägen und so dranlaufen können. Oder irgendwas, was mir hilft, da hochzukommen. Aber jetzt habe ich dieses noch nicht auf jeden Fall. Oder die Dinger dazu bedienen. Ah. Da oben ist einfach nur von der anderen Seite dicht, ne? Okay. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt. Wir kriegen jetzt das Ding, okay. Was auch immer das sein mag. Ach, Gravity Beam! Geil! Okay! Feuere einen seilähnlichen Beam ab, der sich an blauen Grapple-Punkten einhaken kann. Halte ZR gedrückt und drücke Y, um zu feuern. Bewege, also ZR rechts, okay, bewege, ey, nach dem Einhaken von dem entsprechenden Objekt weg, um am Grapple-Beam-Schleusen, Grapple-Beam-Blocks oder Grapple-Beam-Boxen zu ziehen. Durch Einhaken an einem Grapple-Swing-Punkt kann Samus hin und her schwingen. Wenn Samus den Grapple-Beam auf eine magnetische Oberfläche feuert, wird sie schnell zu dieser hingezogen. Ah ja, magnetenbasiert, okay. Okay. Zack. Cool. Erstmal hier lernen, was ich überhaupt tun muss. Okay. Sage ich nicht nein zu. Hoppala. Das war jetzt so nicht geplant. Ich wollte nicht runterfallen tatsächlich, auch wenn es so aussah. Ah, muss man immer wieder neu öffnen. Das ist stressig, okay. So, kann ich ja. Ich muss die richtigen Tasten drücken. Ich muss halt L1 und R2 drücken. Das ist komisch. Ja, ich rede gerade in PlayStation-Tasten. Ist mir egal. Ach so. Da kann. Ah. Aha. Das ist mal Learning by Doing, ey. Oh, jetzt komme ich hier. Ah, in einen neuen Bereich. Oder halt zumindest. Warum hat sie losgelassen eben? Ich hab's genauso wieder gemacht. Oder zumindest wieder irgendwo hin. Okay, zurück nach Dairon. Ey, wie viel man hier hin und her reist, das ist voll krass. Also weiß ich nicht, in anderen Metroid-Spielen ist es glaube ich eher nicht so. So eins nach dem anderen. Mal immer kurz zurückkehren, okay. Habe ich hier so wirklich da. Aber ist cool. Gefällt mir. Wieder der Aufzug hier.
Irgendwie ist die Ridley-Theme nicht beruhigend genug für Fahrstuhlmusik. Dairon. Einfach alles kaputt boxen hier. Ah, sind wir jetzt da, was ich vorhin mal gesehen habe? Nee, Quatsch. Das ist ein ganz anderes Gebiet hier. Wow! Oder doch? Ist doch das, was ich vorhin gesehen habe. Okay. cool, jetzt bin ich wieder hier. Was können wir da zum Beispiel? Aha. Ey, das ist eine, ich bin begeistert gerade. Das macht richtig Bock, ohne Scheiß. Wow. Eine Sache hier nach dem anderen. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt hier speichern. Perfektes Timing. Und dann gehen wir nächstes Mal da oben den Aufzug lang. Ich hoffe, ich denke dann dran. Ist ja jetzt in 2 Tagen für mich der Fall. Höhö. In 48 Stunden vielleicht. Aber das kriegen wir hin. Also, dann sage ich einfach mal danke fürs Zusehen. Nächstes Mal dann Aufzug. Vielleicht, weil das hier ganz oben ist und wir jetzt auch... Ja, das wird wahrscheinlich in ein neues Gebiet führen. Zum Raumschiff. Hier steht Emmys übrig. Drei... Moment, heißt jetzt drei... Ja doch, wir haben 4 besiegt und 3 kommen noch, ne? Okay. Geil, geil, geil. Ja. Ey, mir macht das Spiel richtig, richtig Spaß gerade. Holy shit. Ja, das Spiel ist tatsächlich knackig, aber halt nicht zu schwierig. Es ist immer so dieses, ja... Bosse sind hart, aber ich habe bisher immer gedacht, ja, okay, mein Fehler, jetzt weiß ich es besser. Ah, schönes Spiel. Gefällt mir richtig gut. Also, ne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!